wir sind Abara. Heute noch mit unserem kleinen Gast Robert. Hier sitzen jetzt erstmal nur vier Musiker von uns, mit denen wir dieses Jahr auf der Bühne unterwegs waren. Dazu gehören aber eigentlich noch mindestens mal Yusuf, der eigentlich auch auf der Bühne mit dabei ist, unser Keyboarder. Und noch ganz, ganz viele andere Musiker aus unserem Hamburger Bekanntenkreis und auch aus Berlin mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten, die uns immer wieder in unserem Studio oder in unseren Studiozeiten besuchen, mit denen wir ganz viel kreative Arbeit zusammen machen, mit denen wir aufnehmen. Das ist zum Beispiel aus Hamburg Amir, Muller und noch ganz viele andere. Die Beginne sahen ziemlich spektakulär aus in der Form, dass es einfach überhaupt nicht um eine Band ging, sondern wir in einem Projekt im Rahmen vom Brahms Festival in Lübeck gefragt wurden, zusammen ein Live-Projekt zu machen, damals mit der alten Band von Arbeit und mich als Live-Elektroniker, was dann im totalen Chaos geendet ist, weil alle viel zu lange geprobt hatten, ich viel zu spät angekommen bin und wir dann einfach nur gejammt haben mit DJ-Set und einfach der Band, die danach noch mitgespielt hat. Und dann aber der Entschluss kam, okay, das war irgendwie ganz reizvoll, wir wollen uns unbedingt wiedersehen und treffen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber dann ging es relativ schnell. Also Abara ist auf Deutsch bedeutet die Fähre und wir haben so lange einen schönen Namen und einen Namen, wo unser Projekt beschreiben kann, weil unsere Idee ist, dass wir Musik von Ostern bis Western zu transportieren und es war klar, dass eine gute Beschreibung und irgendwie auch einfach auf Deutsch klingt, weil es ist nicht so einfach ein arabischer Name oder einen Namen zu finden, wo man das gut merken kann und die Idee, unsere Idee beschreiben. Die Musik entsteht ja mehr zwischen Sebastian und Abed, weil die sind ja so mehr die Taktgeber, schätze ich mal so. Und da entstehen die Ideen mit Volksmusik und Techno und ich bin dann in dem Fall dann die Sahnehäubchen, schätze ich mal so. Große Sahnehäubchen. Und weil die Musik ist ja quasi entstanden ja, so im Studio, bei der Produktion und dann hören wir die Demos und improvisieren dazu und dann sammelt Sebastian unterschiedliche Möglichkeiten auf und dann bastelt Sebastian dann als Komponist eine Collage mit den Parts, die wir so mehr oder weniger so eingearbeitet haben. Und dann kommt die allerschönste Arbeit, das einfach zu transkribieren so und dann ist die Musik da. Dann muss das nur noch geprobt werden. Warum ich Bratsch ausgewählt habe? Ich habe mit 7 angefangen, glaube ich, in der Waldorfschule. Und da gab es halt eine Wahl, Geige, Bratsch, Cello. Cello gab es nicht mehr, es war ganz populär. Geige wollte ich nicht, weil mein Nachbar Geige gespielt hat und der war ein paar Jahre älter und ich wollte nicht unhöflich sein, aber der war ein Junge und deswegen gab es nur Bratsche. Dann bin ich mit Bratsche gelandet, mit 7. Ja. Und Bratsche ist ein bisschen größer als eine Geige, ein bisschen tiefer klingt es auch, schöner. Ja. Also ich spiele Fagott. Fagott habe ich jetzt, ist glaube ich so das Instrument, was ich am längsten wirklich spiele und was ich auch studiert habe. Der Klang ist ja so eine Mischung aus, was in der Elektronik mir sehr zugute kommt. Es kann halt rotzig klingen wie Sau und es kann halt aber auch unglaublich fein und klar klingen. Ich glaube, das können tendenziell viele Instrumente, aber so im Zusammenhang mit diesem Kontrast von hoch und tief war das, glaube ich, das, was mich so an dieses Instrument gebunden hat. Also ich spiele Klarinette und ich spiele Klarinette schon seitdem ich 11 bin und gelernt habe ich das Klarinettenspielen von meinem Vater. Und das war 1:1 Unterricht. Er saß und ich stand und er hat mir gesagt explizit und vorgespielt und ich musste das halt einfach
nach Gehör nachspielen und nachahnen, um natürlich sofort mit einem schönen Klang anfangen zu spielen und nicht mit so einem Kinderklang. So, also das war halt bei meinem Vater oberster Priorität, dass ich sofort schön klinge. Genau. Und wir haben halt viele Klangübungen gemacht und irgendwann konnte ich das aber nicht, weil ich immer besserwisserisch natürlich war, keine Geduld hatte und wir hatten uns immer sehr oft gestritten und ich habe sehr viel geweint und ja, aber am nächsten Tag ging es dann wieder von vorne los. Ich versuche immer, wenn ich Zeit habe, selber einfach zu singen. Also und das kommt auch darauf an, ob ich in dem Mut bin. Also ich kann nicht jeden Tag, also ich kann, wenn ich nicht in dem Mut bin, dann kann ich nicht irgendwie meine Stimme trainieren. Dann versuche ich immer, wenn ich mein Instrument übe, dann ich dabei auch meine Stimme trainieren, weil ich werde mit dem Instrument am Anfang anfangen und dann kommt die Gesang später. Dann bin ich durch mit meinem Instrument, ich bin fertig, ich habe schon trainiert und dann kommt die Stimme danach. Dann wird besser sein, dann bin ich ein bisschen warm. Ja, und wie ich gesagt habe, wenn ich die Zeit, weil also manchmal ist es sehr stressig und kannst du, als Stimme finde ich schwer, alles ein Instrument zu trainieren. Wenn du nicht in dem Mut bist, dann kannst du nicht einfach singen. Was ist mir besonders wichtig, wenn ich auf die Bühne stehe? Also Atmosphäre auf jeden Fall, von allem, von der Band, von mir, vom Publikum, vom Raum, wie es sich anfühlt. Atmosphäre auch, wie die Menschen so sich verhalten, wie wir stehen, wie wir uns angucken, ob wir kommunizieren, ob wir miteinander kommunizieren, ob wir mit dem Publikum kommunizieren können. Und natürlich auf jeden Fall Spaß haben. Das muss Spaß machen.